Also dafür, dass ich ja, Germanistik studiere, bin ich tatsächlich gar nicht so eine Lesemaus. Hi, ich bin Jamie, ich bin 22 und ich studiere an der TU Dresden SLK. SLK ist die Abkürzung für Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Und meine Fächerkombination in diesem Studiengang sind Germanistik und Medienforschung. Ich bin im dritten Semester momentan, wobei ich tatsächlich mit Germanistik eigentlich schon im vierten Semester bin. Das liegt nämlich daran, dass ich vorher schon mal ein Jahr Lehramt studiert habe, weil mir damals jeder gesagt hat, wir sehen dich als Lehrerin, mach das unbedingt. Und ich natürlich darauf gehört habe, weil ich das auch eigentlich ganz cool fand. Ja. Ich habe dann natürlich schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist und habe dann auch das Studium abgebrochen bzw. eben den Studiengang gewechselt, konnte mir dann dort auch ein paar Module anrechnen lassen, weshalb ich eben jetzt schon so ein bisschen weiter bin. Dieser Studiengangswechsel an sich ist vielleicht auch interessant für einige andere, denen es ähnlich geht. An sich ist das eigentlich gar kein Problem, solange einem das eben zeitig genug auffällt. Und ja, bei mir gab es tatsächlich so einige Probleme, obwohl das eigentlich relativ leicht von der Hand geht. Ich hatte Probleme mit dem BAföG-Amt und irgendwie kam immer wieder und immer wieder irgendwas anderes dazu. Aber ja, schlussendlich bin ich ja jetzt in meinem Studium angekommen, es ist alles gut, es hat alles funktioniert und ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Studium und bin sehr glücklich, dass ich auch nochmal gewechselt habe. Die ein oder anderen kennen mich sogar vielleicht schon hier auf YouTube, und zwar ich habe meinen eigenen Kanal und bin da im Normalfall natürlich auch alleine unterwegs dort, zeige dort mein Leben, teilweise mein Studium, ja auch meine Freunde und was wir so machen. Also wer darauf Lust hat, kann sich dort gerne mal umgucken. Es gibt auch das ein oder andere Video über, wie gesagt, meinen Studiengang oder auch über den Lehramtsstudiengangabbruch. Jetzt nehme ich euch allerdings hier mal auf dem Kanal eine Woche mit in mein Studentenleben und zeige euch so ein bisschen, ja, wie das Studium so abläuft bei Germanistik und Medienforschung und auch was da noch so drumherum bei mir passiert. Also, viel Spaß! Guten Morgen aus meiner Küche. Ja, ich habe, wie man sehen konnte, gerade schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil gleich eine Kommilitonin zu mir kommt und wir gemeinsam frühstücken wollen. Genau, danach habe ich noch ein Seminar, das heißt, ich fahre dann direkt im Anschluss noch in die Uni. Gott sei Dank ist es heute das Einzige, was ich habe, da heute Abend, also am späten Nachmittag, mein Tutorium gar nicht so richtig stattfindet. Das heißt, es wird heute ein bisschen entspannter, aber ich muss Nachmittag trotzdem noch arbeiten. Also das heißt, da ist trotzdem noch einiges zu tun. Und heute schon unbedingt. So, also wir hatten jetzt unser Seminar, es heißt Umfrageforschung. Leider konnte ich da nebenbei jetzt nicht filmen, weil da gefühlt jetzt nur Vorträge waren. Wir mussten auch unser Forschungsprojekt vorstellen. Ich glaube, das war bisher oder läuft bisher ganz gut. Und auf jeden Fall werde ich gleich mal wieder meine Maske aufsetzen und das Haus verlassen. Und dann gehe ich vielleicht noch mal kurz in die Stadt, bis ich dann heute Nachmittag noch arbeiten muss. So, es sind jetzt mittlerweile ein paar Stunden vergangen. Draußen ist es auch schon dunkel. Ich konnte heute alles erledigen, was irgendwie erledigt werden musste. Klar, so ein paar Punkte sind immer offen, aber so das Wichtigste ist erledigt. Ich habe bereits gegessen und mich jetzt auch schon fertig gemacht, weil ich treffe mich nämlich gleich, und ich glaube, ich muss mich auch gleich ein bisschen beeilen, gleich mit zwei Freundinnen im Aquarium. Das ist ein Studentenclub oder eher einer der zahlreichen Studentenclubs hier in Dresden. Und ja, wir werden dort einfach einen schönen Mädelsabend verbringen, ein bisschen was trinken, ein bisschen quatschen. Und ja, ich freue mich sehr darauf, vor allem auch, weil wir das jetzt schon auch total lange irgendwie vorhaben und es heute endlich mal geklappt hat. Es ist nämlich manchmal gar nicht so leicht irgendwie, wenn man so Freunde aus verschiedenen Studiengängen hat und da irgendwie die Zeit zu finden. Ja, aber heute hat es geklappt und ich freue mich sehr. Okay, das Aquarium hat anscheinend zu. Das heißt, wir probieren unser Glück jetzt im Bernstinger. Mal schauen, ob der offen hat. Auch ein schöner Studentenclub hier in Dresden. Guten Morgen, heute ist Mittwoch.
Gestern der Abend im Bernzwinger war ganz schön. Die beiden waren tatsächlich, ich glaube, das erste Mal dort, was ich sehr krass finde. es war nicht so viel los, aber es ist auch nicht so schlimm gewesen. Ich meine, es war ja auch in der Woche und Dienstag und zu Corona-Zeiten ist es ja sowieso immer so eine Sache. Wie man sehen konnte, habe ich auch gerade schon mein Paket ausgepackt. Das ist eigentlich gestern, glaube ich, schon gekommen, aber ich hatte einfach noch nicht die Zeit, das auszupacken. Ich habe nämlich dieses Semester ein Modul, bei dem ich 16 oder 17 Bücher oder Texte lesen muss und dann nochmal 4 oder 5 Filme gucken muss. Und zu jedem dieser, ich sag mal, Werke muss ich dann eine Rezension, ein Essay oder eine Diskussion schreiben. Also dafür, dass ich Germanistik studiere, bin ich tatsächlich gar nicht so eine Lesemaus. Aber ich glaube, es ist trotzdem mal nicht so verkehrt, so ein paar Werke mal gelesen zu haben. Und zwar die ich jetzt schon gelesen habe, ist einmal Der arme Heinrich. Kennt man vielleicht. Der abenteuerliche Simplicissimus. Und an dem Buch, was ich gerade lese, das ist eine Gedichteauswahl von Friedrich Hölderlin. Das ist eigentlich ziemlich cool. Effi Briest, Deutschland ein Wintermärchen, Nathan der Weise. Und da kommen dann halt noch ganz, ganz, ganz paar weitere Bücher oder auch Texte. Genau, und die Filme muss ich auch noch schauen und die Texte dazu muss ich auch noch schreiben. Also da ist echt sehr viel Arbeit noch dahinter. Aber gut, das muss ja alles auch gemacht werden. So, ich war gerade wieder ein bisschen mit Arbeiten beschäftigt und wollte jetzt in dem Zuge auch einfach mal davon berichten, weil das vielleicht auch gar nicht so unspannend ist. Ich glaube, sehr viele Studierende haben einen Nebenjob neben dem Studium und dann dachte ich mir, erzähle ich mal kurz von meinem. Das ist eine, Internetagentur für Webdesign. Und zwar bin ich da 10 Stunden in der Woche und kann das alles relativ entspannt auch von zu Hause aus machen. Und es macht echt, also es macht richtig Spaß, weil es vor allem auch in die Richtung von meinem Studiengang geht. Also gerade so dieser Medienforschungspart. Ich würde sagen, mit Germanistik hat es schon auch ein bisschen was zu tun, da ich auch viel Texte dort schreiben muss. Aber es geht halt auch so ein bisschen um Kreativität und wie gesagt Medien sowieso. Ich bin nicht nur die Einzige dort, wir haben noch 2 andere, die auch Werkstudierende sind. Und wir haben auch ein ziemlich cooles Projekt momentan, an dem wir arbeiten, wo das dann auch so ein bisschen in diese Social-Media-Richtung geht. Also es macht schon echt Spaß und finde ich sehr, sehr cool, dass man so auch ein bisschen Erfahrung neben dem Studium sammeln kann und teilweise auch Sachen so anwendet, die man lernt. Vielleicht nicht überwiegend, aber schon so ein paar Aspekte. Und ja, da bin ich immer so täglich immer so ein bisschen am Arbeiten, dass ich halt auch auf meine 10 Stunden komme. Einmal wöchentlich treffen wir uns auch normalerweise im Büro. Es gibt auch öfter mal Kuchen. Und ich kann es eigentlich auch nur jedem raten, der irgendwie die Zeit hat, da irgendwo reinzuschnuppern und mal ein bisschen seine Erfahrungen zu sammeln neben dem Studium. Das ist immer ziemlich, ziemlich cool. So, also wir haben jetzt gegessen. Wir sind satt und voll. Und ich habe jetzt gleich noch mein Seminar im Infogebäude und werde da gleich mal hinlaufen. Guten Morgen aus meinem Schlafzimmer. Heute ist Donnerstag und ich habe am Donnerstag vormittags meist keine Uni. Das heißt, im Normalfall würde ich da eigentlich so ein bisschen arbeiten. Heute habe ich mir aber gesagt, nein, ich werde heute einfach mal einen entspannten Vormittag machen. Und dann fahre ich auch schon in die Uni, weil ich mich gleich mit 2 oder 3 Kommilitonen treffe und wir gehen mensen. Und zwar gehen wir heute ins Zeltschlösschen, da war ich auch schon ewig nicht mehr. Ja, da soll es heute nämlich eine vegane Lasagne geben und da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie viel da heute los ist, weil momentan ist wirklich immer sehr, sehr viel los in den Mensen. Das bin ich einfach überhaupt nicht mehr gewohnt. Ja, und danach haben wir eine Vorlesung, die geht über 2 Doppelstunden. Das heißt, sehr lange und sehr viel. Von der muss ich aber auch ein bisschen zeitiger losmachen, weil ich danach noch eine Vorlesung habe und die ist online. Und die würde ich mir halt gerne zu Hause anschauen und ja, anders kann ich das halt einfach nicht regeln. Deswegen werde ich da, wie gesagt, ein bisschen zeitiger losmachen. So, ich bin wieder zu Hause und habe mich schon in bequeme Sachen geworfen und mich auf die Couch gesetzt vor meinen Laptop. Ich habe hier schon die Vorlesung offen, die gleich losgehen wird.
Und zwar belege ich hier eine Vorlesung für meine Aquapunkte. Und diese Vorlesung heißt Gender Meets Technology. Ich war mehr oder weniger gezwungen, diese Vorlesung zu nehmen, weil ich gerne halt was für meine Aquapunkte nehmen wollte, aber nicht so richtig in meinen Stundenplan reingepasst hat. Ja, bis halt auf das und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Aber das klang halt recht interessant und ich muss sagen, bisher fand ich die Themen wirklich, wirklich cool. Das ist halt so eine Ringvorlesung. Und es macht eigentlich schon Spaß, dazu zu hören, weil es immer so verschiedene Themen anspricht. Auf jeden Fall werde ich dann so gegen Ende dieser Vorlesung jetzt mich dann nochmal ein bisschen fertig machen, weil ich dann ja heute Abend nochmal essen gehe mit meinem Freund in der Neustadt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ja, mehr wird heute auch nicht mehr passieren, glaube ich. So, ich bin jetzt fertig und wir fahren jetzt los in die Neustadt und gehen dann dort erstmal was trinken und danach dann was essen. Umgezogen und damit wünsche ich einen guten Morgen oder eher einen guten Mittag. Heute ist ja Freitag. Der Abend gestern war echt noch schön. Wir waren nämlich im Falschen Hasen. Das ist ein veganes Restaurant in Dresden, in der Neustadt. Und das war echt ziemlich gut. Sehr zu empfehlen. Der Luisengarten ist übrigens auch zu empfehlen im Winter. Kann man immer schön Glühwein trinken. Immer sehr, sehr schön. Ich mag das dort gerne. Es gibt auch Stempelkarten. Genau, ich habe mir gerade schon mal Essen gemacht. Auch wenn ich heute Uni-Ausfall habe, habe ich heute trotzdem echt einiges noch zu tun. In den Ofen. So, mein Essen ist jetzt fertig und ja, dann würde ich sagen, würde ich jetzt mir mal mein Essen gönnen und mich vor den Fernseher setzen, um dann später vielleicht noch mal ein kleines bisschen Uni zu machen, aber ja, mehr wird heute glaube ich nicht mehr passieren. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick in meinen Studentenleben zu bekommen und auch vielleicht einen kleinen Einblick in diesen Studiengang SLK oder auch in meine Fächerkombi. Und ja, wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, dann guckt euch entweder meinen Kanal an oder dieses wunderbare Video über das Berufsschullehramt oder erfahrt noch mehr über die Uni. Und ansonsten, ja, habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche oder eine schöne Nacht, wie auch immer und macht's gut!